wir wissen ja nun, dass wir nicht wissen, wie viele Abgeordnete der Linken überwacht werden und wie viele nicht. Klar ist inzwischen, dass die Zahl deutlich höher ist als das, was uns der Innenminister der Bundesrepublik Deutschland offensichtlich über den Spiegel mitteilen hat lassen. Ich will ja mal ein Beispiel von Bayern bringen. Wenn in Bayern der dortige Minister sagt, es wird gut eine Handvoll Abgeordnete überwacht, dann ist eine gute Handvoll mehr als fünf. In Bayern haben wir nur 6 Abgeordnete, das bedeutet, es werden alle überwacht. Aber wie gesagt, genau wissen wir es nicht, weil aufgrund dessen, dass jetzt bekannt geworden ist, dass die Zahl bedeutend größer ist als bisher angenommen, vom zuständigen Minister der Bundesrepublik Deutschland noch kein Dementi erfolgte. Also er hält es offen. Und auch zur Frage, ob denn nun mit geheimdienstlichen Mitteln oder nur mit dem Zeitungslesen oder mit der Auswertung öffentlich zugänglicher Quellen die Linken überwacht werden, auch das ist offen. Denn wir wissen aus den einzelnen Landesämtern, dass sehr wohl geheimdienstliche Mittel angewendet werden. Und wenn Sie wissen, dass natürlich die Landesämter für Verfassungsschutz dazu verpflichtet sind, mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz zusammenzuarbeiten und dass damit natürlich auch Erkenntnisse, die mit geheimdienstlichen Mitteln in den Ländern erworben werden, bundesrepublikanisch verwendet werden, dann kann man sagen, es ist absolut unklar, wie viel zurzeit eigentlich von unseren Abgeordneten auf Bundesebene überwacht werden. Aber was klar ist, ist, dass dies offensichtlich auch mit geheimdienstlichen Methoden passiert. Und dies ist ein Skandal. Meine Damen und Herren, deshalb stellt sich natürlich die Frage, warum machen die das denn eigentlich? Was wir tun, ist ja nur gar nicht geheim, weil wir unsere Reden ja öffentlich halten. Und dass von uns keine Gefahr für die Bundesrepublik Deutschland ausgeht, das, glaube ich, zeigt sich vielleicht auch durch das ein oder andere Agieren, das die Linke an den Tag legt. Also eine richtige Gefährdung kann hier niemand erkennen. Allerdings ist der Sinn dieser Überwachung auf einer anderen Ebene zu suchen. Der ist nämlich auf der Ebene zu suchen, dass man der Linken als Partei mit dieser öffentlich bekannten Verfolgung und Überwachung durch den Geheimdienst der Bundesrepublik Deutschland schaden will. Wie passiert dieser Schaden? Der Schaden passiert allein dadurch, dass sich natürlich Menschen dieser Republik fragen, was ist denn das eigentlich für Laden? Kann man da eigentlich Mitglied werden? Gerät man da möglicherweise in die Fänge von Geheimdiensten? Werden da möglicherweise die eigenen Daten gespeichert? Kommt man aus solchen Daten wieder raus? Der eigentliche Sinn dieser Aktion ist die öffentliche Diskreditierung der Partei Die Linke. Eine im Bundestag doch mit erheblicher Anzahl von Abgeordneten vertretenen Partei, einer Partei, die in einem Bundesland nach wie vor regiert, in anderen regiert hat, die in 13 Landesparlamenten vertreten ist, die im Europaparlament vertreten ist, ein unglaublicher Vorgang. Ein zweiter Schaden, der der Partei natürlich dadurch entsteht dadurch, dass wenn weniger Mitglieder in diese Partei eintreten durch diese Vorgänge, andere vielleicht Angst haben und wieder austreten, dass dann natürlich auch der finanzielle Handlungsspielraum der Partei eingeschränkt wird. Doch klar, weniger Mitglieder heißt weniger Geld. Weil man es nicht geschafft hat, diese Partei mit demokratischen Methoden klein zu kriegen, wird jetzt der Verfassungsschutz der Länder und der Bundesrepublik Deutschland gegen die Linke instrumentalisiert. Ich wiederhole das. Der Verfassungsschutz wird gegen die Linke instrumentalisiert. Und das ist weder von der Verfassung noch vom Geist der Verfassung akzeptabel. Meine Damen und Herren, und dann natürlich der letzte Vorschlag meines Landsmanns, Herrn Dobrindt. Also momentan habe ich den Eindruck, das ist ein politischer Quartalsirrer. Ich weiß aber nicht, ob Quartal der richtige Zeitabstand ist, in dem diese unerträglichen Vorschläge an die Öffentlichkeit gelangen. Die Angst vor der Linken ist allerdings berechtigt, die er hat, der Herr Dobrindt. Denn wenn die Linke 2013 im Landtag einzieht, wäre das die Voraussetzung, dass die CSU in Bayern in die Opposition kommt. Insofern verstehe ich ja sein Motiv. Es ist allerdings absolut inakzeptabel, weil natürlich auch der bayerische Verfassungsschutz entsprechend instrumentalisiert wird. Es ist auch ein gefährliches Gequatsche, was wir da haben, weil natürlich das gerade
auch dazu beiträgt, dass die, die nicht mit demokratischen Mitteln, nämlich unser brauner Mob in diesem Lande, dass dieser braune Mob eher, ich sag mal, motiviert wird, gegen die Linke weiter vorzugehen und dass die das anders machen, das ist, glaube ich, auch hinlänglich bekannt durch die Debatten, die wir in der letzten Zeit hatten. Es ist kaum auszuhalten, die NPD sollte verboten werden. Die CSU in Bayern blockiert ein NPD-Verbotsverfahren und fordert gleichzeitig ein Verbot der Linken. Der braune Mob zieht Morden durch die Republik. Der Verfassungsschutz kriegt das nicht in den Griff. Man fragt sich, wo ist eigentlich die Beteiligung desselben? Und gegen die Linke wird dieser Verfassungsschutz instrumentalisiert. Meine Damen und Herren, das ist wirklich der Gipfel dessen, was ich an politischer Unkultur in Bayern erlebe. Ich will aber noch ein Beispiel geben zur großen Verfassungstreue der CSU in Bayern. In der Bayerischen Verfassung lesen Sie, ich zitiere das jetzt wörtlich, die Erbschaftssteuer dient auch dazu, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern. War jetzt wörtlich aus der Bayerischen Verfassung. Die CSU tritt in Bayern bekanntlich dafür ein, dass die Erbschaftssteuer nicht mehr erhoben wird. Ich kann Ihnen dann, wenn Sie da hinterher noch Interesse haben, auch ein Datum sagen. Ich habe mit der Frau Haderthauer eine Fernsehdebatte gehabt. Ich habe ihr einen Satz aus der Bayerischen Verfassung vorgelesen in dieser Fernsehdebatte. Sie sagte dann auf die Frage, was denn das wäre von mir. Ja, das muss irgendwie eine alten Grundsatzrede, alten CSU-Verfassung sein. Es war die geltende Verfassung des Freistaats Bayern. Also wenn in Bayern geltende Minister die Verfassung nicht kennen, wenn die in Bayern die Staatsregierung ganz bewusst gegen die Verfassung handelt, dann hätte ich ein gutes Betätigungsfeld für den bayerischen Verfassungsschutz. Jeden Tag einmal gucken, was Seehofer und seine Truppe treibt, einschließlich Dobrindt. Dann sind die voll ausgelastet. Dann brauchen sie sich um die Linke nicht mehr kümmern. Meine Damen und Herren, mit dem, was wir fordern, in Bayern und auf Bundesebene, zum Beispiel die Einführung eines Mindestlohns, zum Beispiel die Banken an die Kandare legen, zum Beispiel auch die Frage zu stellen, wie wir mehr Demokratie auch in der Wirtschaft in diesem Lande bekommen. Stehen wir voll auf Ebene der Verfassung, nicht nur der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch in Bayern. Und der Versuch, uns deshalb zu kriminalisieren, ist ein Versuch, eine Debatte über notwendige politische Inhalte zu verhindern. Das ist aus meiner Sicht auch ein Kern dieser Debatte. Zum Eurogipfel, meine Damen und Herren. Wir haben ja nun einen absolut unsäglichen Vorgang in der öffentlichen Debatte, nämlich den Vorgang, dass in Griechenland ein Sparkommissar eingesetzt werden soll und damit eigentlich die Hoheit, die demokratisch gewählte Parlamente haben, über die Haushalte außer Kraft gesetzt werden. Das ist ein Schritt zum Abbau von Demokratie in Europa. Und dass ausgerechnet in Griechenland so ein Vorschlag kursiert, zeigt auch, dass man sehr geschichtsvergessen ist. Und die Empörung in Griechenland wegen dieses Vorschlags ist natürlich berechtigt. Es gab nämlich schon mal einen Sparkommissar in Griechenland, der wurde 1940 als Reichskommissar bei der griechischen Notenbank eingesetzt, um die Aufbringung von Besatzungskosten zu organisieren. Jetzt liegt es mir fremd, ich weiß, dass das eine sehr gefährliche Debatte ist, in der Bundesrepublik irgendwie da einen Faschismusvergleich zu führen, um den geht es gar nicht. Es geht um die Tatsache, dass die griechischen Bürger schon mal Kommissare eingesetzt bekommen haben und damit ihre Souveränität verloren haben. Und wenn man das nicht bedenkt bei so einem Vorschlag, dass das vielleicht für so ein Volk ein Problem darstellt, dann hat man nicht nur kein Gespür für die politischen Realitäten eines anderen Landes, sondern man gefährdet den Zusammenhalt in Europa. Inzwischen halten sich die Bürgerinnen und Bürger in Europa die Geldbörse fest, wenn sie das Wort Euro hören. Und da ist unsere Kanzlerin mitverantwortlich für das, was da passiert. Es ist ein politischer Sprengsatz, der dort gelegt wurde und ist eigentlich Aufgabe von Merkel, diesen Sprengsatz sehr schnell zu entschärfen. Aber sie schweigt und das ist aus meiner Sicht auch der Sprengsatz für ganz Europa, der dort vonstatten geht. Wenn Sie die Situation in Griechenland betrachten, stellen Sie fest, es ist ein Musterbeispiel für ein dramatisches Versagen der europäischen Institutionen bei der Rettung Griechenlands und der Rettung des Euros. Wir haben inzwischen den Fakt, dass die Krise in Griechenland von Monat zu Monat sich verschärft. Wir haben den Fakt, dass inzwischen dort die Menschen sich fragen, wie sie ihre Kinder noch ernähren sollen. Wir wissen, dass Leute,
die neu in den Beruf kommen, zum Beispiel eine Lehrerin, noch mit 600 Euro Lohn abgespeist wird. Wir erleben, dass die Renten gekürzt werden und wir erleben, dass die normale Existenz von immer mehr Griechinnen und Griechen in Gefahr gerät durch die Position, die wir dort als Europäische Union einnehmen. Der Schuldenberg wächst aber trotzdem, weil es eben nicht funktioniert, mit Sparen die Welt zu retten, sondern dazu wären notwendig Konjunkturprogramme, dazu wären notwendig tatsächlich Möglichkeiten, die griechische Wirtschaft zu stimulieren. Das passiert nicht. Man kann sich nicht aus dieser Krise heraus sparen. Das gilt für Griechenland und auch für Europa. Und deshalb brauchen wir dringend ein radikales Umdenken im Kampf gegen diese Krise. Ich will unsere Vorschläge hier nochmal erläutern, weil sie existenzsichernd für Europa wären. Wir brauchen eine Entkoppelung der Finanzierung der Staaten von den privaten Geldgebern, von den Banken. Wir brauchen eine direkte Finanzierung der Staaten, wenn sie sich verschulden müssen, über Europäische Staatsbank, Europäische Zentralbank. Es ist nicht akzeptabel, was vor Weihnachten passiert ist. 500 Milliarden Euro zu 1% an den Bankensektor zu geben und dann für 5-6% an die Staaten weiterzuverleihen oder für 12-18% an private Konsumenten. Das ist Wucher. Und deshalb muss es abgeschafft werden. Wir haben eine aktive Konjunkturpolitik zu machen, um drohende Depression zu verhindern. Und wir brauchen dringend eine Finanztransaktionssteuer und eine Vermögensabgabe für Millionäre, um das auch finanzieren zu können. Deshalb bleibt es dabei, wir brauchen einen Neustart für Europa als Projekt der Bürgerinnen und Bürger. Wir brauchen eine Mindestbesteuerung in Europa und wir brauchen dabei eine Achtung der Grundrechte. Und ich möchte auch nochmal sagen, das, was wir jetzt diskutieren, dieser ESM, dieser Europäische Stabilitätsmechanismus, der ist nicht die Lösung, weil er nicht die zentralen Probleme an den Finanzmärkten anpackt. Und der geplante Fiskalpakt, den Frau Merkel mit aller Kraft vorantreiben will, ist nicht weniger als ein Anschlag auf Demokratie und Sozialstaat in Europa. Wenn das Realität wird, dann werden Wahlen in Europa künftig überflüssig. Und Sie sehen im Übrigen an Italien und in Griechenland, dass inzwischen die Banker schon direkt die Regierungsgeschäfte übernommen haben, obwohl sie nie zur Wahl standen. Das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Und Sie sehen an den Vorschlägen in Portugal, in Spanien, in Griechenland, dass es um eine Zerschlagung des europäischen Sozialstaatsmodells geht. Alles mit dem Hinweis auf diesen Fiskalpakt. Mein drittes Thema, der Wahlkampfauftakt im Saarland. Heute um 18.30 Uhr starten wir unseren Wahlkampf dort mit Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht. Wir haben eine Umfrage, die macht uns Hoffnung. Dort sind wir im Auftrieb. Und ich möchte klar sagen, die SPD hat mit einer Verweigerung gegen eine rot-rote Koalition eine klare Aufstellung geschaffen. Dort geht es nämlich um die Frage Schwarz-Rot gegen die Linke. Das ist das, was die Bürgerinnen und Bürger im Saarland entscheiden können. Die SPD hat sich faktisch auf eine große Koalition im Saarland festgelegt. Ich gehe davon aus, sie wird eine Bruchlandung machen und die hat sie dann auch verdient. Denn das ist natürlich demobilisierend für die Wahlkämpfer. Das ist demobilisierend für die Wähler und es ist eine Aufforderung an alle, die statt großer Koalition einen echten Politikwechsel im Saarland wollen, die Linke zu wählen. Die zweite Prognose, die ich machen möchte, wenn die SPD hinter der CDU landet, dann wird es neue Debatten geben. Was macht denn dann die SPD? Wenn sie ihr Wahlprogramm ernst nimmt, müsste sie mit den Linken koalieren. Das hat sie vorher ausgeschlossen. Denn ohne uns hat sie ja dann keine Möglichkeit, ihr Programm umzusetzen. Und unser Grundsatz ist, ja, wir sagen ja zum Schuldenabbau. Wir wollen es allerdings nicht durch ein Sparprogramm durchsetzen, wie das die CDU will und wie offensichtlich die SPD bereit ist, es zu akzeptieren, sondern will es durchsetzen durch eine entsprechende Haushaltssanierung über vernünftige Besteuerung. Das unterscheidet uns. Ja zur Haushaltssanierung, aber nein zum Sozialabbau. Das wird die Position sein, die wir dort einnehmen werden. Und meine dritte Prognose, wenn sich die SPD im Saarland für eine Koalition mit der CDU entscheidet, dann ist das auch ein Signal für den Bund. Dann bedeutet es, dass offensichtlich die Strategie der SPD ist, 2013 eine große Koalition zu machen. Warum? Weil es natürlich Rot-Grün alleine nicht schafft, das wird immer offensichtlicher. Und weil Schwarz-Gelb abgewählt werden wird.
Wenn das stimmt, ist eine Mehrheit jenseits von Schwarz-Gelb, eine inhaltliche Mehrheit jenseits von Schwarz-Gelb, nur zu erreichen mit der Linken. Sonst bleibt alles beim Alten. Oder es kommt eben zur großen Koalition. Was spricht ebenfalls für diese These? Die SPD ist in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin in Koalitionen mit der CDU gegangen. Es hätte jeweils in diesem Land auch für andere Koalitionen gereicht. Saarland wäre dann das nächste Bundesland, in dem das passiert. Gabriel und Steinmeier, Steinbrück gehen alle in Richtung große Koalition. Ihre Signale gehen genau dahin. Und die Befürchtung, die ich habe, meine Damen und Herren, ist, dass das natürlich auch die Wählerinnen und Wähler eigentlich demobilisiert. Alle, die eine Änderung wollen, können eigentlich, wenn sie diese Konstellation sehen, nur noch die Linke wählen, wenn sie eine Veränderung wollen. Aber auch das ist dann sozusagen perfide, wenn man eh weiß, die gehen in die große Koalition. Also ich bedauere sehr, dass es in diese Entwicklung bei der SPD gibt. Wir sagen ganz klar, wir wollen als strategisches Ziel, dass Schwarz-Gelb abgelöst wird, und wir wollen, dass Grün und Rot ohne uns nicht regieren können. Das ist die Chance für einen echten Politikwechsel. Alles andere führt in die große Koalition. Und deshalb bleiben wir bei unserem Grundsatz. Es zählen Inhalte, und nicht verhandelbare Grundsätze für eine Regierungsbeteiligung von uns wären keine Lohnkürzung, keine Rentenkürzung, keine Sozialkürzung infolge des Euros. Das ist einer unserer wichtigen zentralen Punkte. Wir wollen, dass diese Krise nicht auf die Menschen abgeladen wird, sondern dass die dafür zahlen, die sie letztendlich auch verursacht haben. Und unsere Schuldenbremse heißt Millionärsteuer. Und mit einer zusätzlichen Steuer wären unsere Vorschläge, die wir machen, auch bezahlbar. Und unsere Schuldenbremse heißt Millionärsteuer, ist auch einer unserer zentralen Wahlkampfslogans im Saarland. Danke Ihnen fürs Zuhören. Nein.